Hallo und herzlich willkommen hier. Zurück zu den Hofgeschichten, meine lieben Freunde. Ich gehe mal raus hier, guck mal, ob meine Freunde auch schon da sind. Nö, keiner da. Na komm, Domine! Und der Zielwede, hallo! Ui, na du Schnitte? So. Hab mir gut geschlafen hier. Du hast mal hier. Ja, Premium. Ja. Ach Gott, der ganze Zaun hier ist schon wieder am Arsch, ey. Ja, es geht wieder weiter mit Stardew Valley. Keine Ahnung mehr, was hier. Wir haben ja lange nicht gezockt, weil wir immer kam irgendwas dazwischen. Aber jetzt ist endlich mal wieder soweit. Und wir hauen uns hier ein paar Stardew Valley Folgen um die Ohren. Auf jeden. Was für ein komisches Geräusch war das denn eben? Haben wir hier einen Sprinkler oder was? Das Thema Sprinkler wollen wir bitte nicht mehr besprechen, oder? Nein, aber habt ihr das eben nicht gehört? Achso, das ist, wenn einer läuft, alles klar. Ah, Inventar ist voll. Inventar voll. Warum geht eigentlich immer dieser scheiß Zaun kaputt? Weil der verrottet ist. Ich muss halt mal besseren bauen. Was soll denn das da unten so eigentlich werden? Was ist das für ein Baum hier? Warte mal, ich gucke. Den du eingezäunt hast? Den hat ich gemacht, den hat ich gepflanzt. Das war, glaube ich, ein Apfelbaum oder sowas. Soll ich mal fällen? Hopfen oder was? Aufheben? Nee, war nicht fällen. Den ja, haben klar. Wir nicht gekauft. Also, was heißt aufheben? Geld. Nein. Natürlich nicht. Nee, ne? Also hau ich die Scheiße weg. Goldenen, falls du noch Golden brauchst, aber weiß ich nicht. Ah. Ja, liebe Freunde, hier, Stardew Valley. Hier geht ordentlich die Party ab, du. Oh, hat er eine Pflanze weggemacht. Ja. Oh, du Arschloch, ey, das ist so viel Geld, einfach was du immer willst. Hey, Sis. Hey Rick, was los? Der kam von Herzen, ey. Aber auf jeden Fall. Oder aus dem Magen, eins von beiden. Eins von beiden. So. Ah Gott, morgen haben wir Weihnachtsfeier, das wird übel. Auf der Arbeit, oder von der Arbeit? Firmenweihnachtsfeier, ja, sicher. Ne? Ja, sicher. Hopfen und Malz Gott erhalts hier haben wir am Start. Boah, die Zäune, die sind aber auch defektiert, ey. Aber richtig, ja. Ja, ich werde die jetzt mal reparieren. Das ist meine Aufgabe. Also verpisst euch! Das sind so die billigsten Baumarktzäune, die man da nur hinstellt. Ich habe eine Pflanze kaputt gemacht, aus Versehen. Ja. Es ist einfach nur, damit die ins Bild passt, ne? Schon klar. So, müssen wir Hopfen noch irgendwo hinbringen hier, zwecks Kammer? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe mir schon verkauft. Blaubeere. Der Hopfen ist schon weiter, der ist schon verkauft. Mais. Zu den Hühnern. Goldenen Mais. Hat jemand noch goldenen Mais? Habe ich gerade weggeschmissen. Shit. Guck mal in der Box, ob er noch drin liegt. Das erste liegt, glaube ich, ja immer noch drin, ne? Nein. Ich habe nur silbernen Mais. Nein, in der Box. Lass mal gucken. Ach so, ja, aber hätte sein können, dass ich noch einen goldenen aufgehoben habe. Also behalten. Warte, ich gucke. Nee, ich sehe nicht, was von dir noch drin liegt. Okay. Wo sind denn meine... Ich hatte doch noch Zäune gehabt, oder nicht? Geh weg, Huhn. Ja, kannst doch schnell einen Baum fällen und neuen Zaun bauen. So, hier, der Hund kriegt mal wieder was zu saufen. Apropos. Popo? Popo. Ich muss da hört meiner direkt mal hin. Wer hat meine Hühner gestreichelt? Ich. Aha. Ich habe die Hühner gehühnt. Hast du auch die Eier eingesammelt und gefüttert? Nee, natürlich nicht. Ja, doch, natürlich. Nee, ging nicht, weil ich nicht mehr genügend... Zaun ist wieder ganz... Der alte. Am Meer. Wollen wir nicht mal dann Metallzaun oder so? Nee, ne? Na, jetzt aber nicht. Metallzaun? Können wir uns bauen, wenn wir das Metall auch über haben. Was ist denn das hier? Wir wollen ja Sprinkler haben. Domorde. Gold. Ach so, wir wollen die erweiterten Sprinkler dann mal haben, bald irgendwann, ne? Ja. Wo war denn jetzt hier? So. Haben wir irgendwelche Quests eigentlich am Laufen? Muss man gerade gucken. Pam ist durstig, die will immer noch ihr Bier. Ja, Bürgermeister Shorts. Hätte man doch den Hopfen aufheben sollen, ne? Ja, er wächst ja nochmal. Hier, Süßkartoffel, Kürbis, Aubergine. Jody braucht immer noch den Blumenkohl. Und ich muss immer nur die Shorts des Bürgermeisters suchen. Ich weiß nicht, wo ich sie suchen soll. I'm sorry. Schleim. So, hier. Hortholz. Brombeere, Haselnuss, Wildpflaume. Gewöhnlicher Pilz. Noch nie gesehen im ganzen Spiel, das Zeug. Aber du hast schon wieder eine Pflanze kaputt gemacht. Ja, aber die war schon kaputt. Die nervt mich da, dieses verrottende Ding. Das ist Winterzeug, okay. Aquarium, da habe ich nichts mit am Hut. Heizraum haben wir fertig. Tresor.
Ach so, das war Kohle, ne? Ich habe die fünf Mais Gold wieder rausgenommen. Brauchen wir die noch oder was? Ja, sehr gut. Ach hier, guckt mal. Apfel, Heu und Weizen. Was? 10 Heu sollte doch kein Problem sein. Ja, die goldenen, die kannst du mir mal geben. Ja, ich tu die jetzt hier in die Box. Dann nehme ich die mit. Schon voll da oben. Sind da drin. So, wir haben jetzt 17.000. Was machen wir damit? Wir haben nur noch 3 Tage Sommer, ne? Ja, wir haben doch gesagt, dass wir warten auf den nächsten, auf die nächste Periode, also den Herbst, und dann kaufen wir richtig viele Samen. Ach richtig so, teure, viele Samen, und dann geht's richtig ab. Dann spermen wir uns so dermaßen die Rüben voll. Alter, das. Warum kann ich das jetzt hier nicht? Da schießt mir der die Schleife vom Kopf. Also. Du kannst jetzt hier kein Heu rausnehmen, so ne. Bah. So, ich mache hier voll, mal. Aber ich kann mir den nicht rausnehmen. Wieso nicht? Ich mache mal hier gerade ein bisschen Dummes. Chili in meinem Einmachfass. Hä? Hier. Was denn? Das ist aber. Da liegt doch schon Heu. Was willst du denn? Machen wir jetzt mal hier den. Was? Und ich habe ein Buch gefunden. Leute, ich habe ein Buch gefunden. Was? Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Ich gehe jetzt mal gerade in die Bib. Hier auf dem Weg. Da waren so Würmer in der Erde, hab ich ausgegraben. Die Bib, Alter. Ich gehe mal in die Bib, Leute. Ich will mal jetzt wissen, was das bringt. Dem Hund was zu trinken geben. Hab ich doch schon. Doch. Das muss man doch jeder einzeln machen. Aber jedes Mal fragst du das, ne? Yep. Ach ja, ey, Bürgermeister, ich suche deine Shorts. Ich weiß nur nicht wo, Alter. Also ich meine, einen Steinzaun könnten wir auch herstellen. Der kostet plus zwei Stein pro Segment. Ja, Leute, jetzt mal ernsthaft. Machen wir doch später. Ja, wieso denn später? Jetzt kommt der Winter und dann bricht uns das ganze Holz und der Schnee zusammen. Haley ist auch nicht so schlecht. Die fragt mich gerade, was ich den ganzen Tag mache. Das möchte ich auch manchmal wissen. Ey Leute, ich kann sagen, mich um Pflanzen kümmern, die Höhlen erkunden und in deinem Zimmer herumschnüffeln. Nein. Alter, was für ein Creep, ey. Ich sag jetzt mal, mich um Pflanzen kümmern. Klingt nach einer Menge Arbeit. Langweiler. Boah, ich versuche mir jetzt die Haley klar zu machen. Jody, du bist ad acta gelegt. Falsch. Alter, jetzt macht der hier die Pflanzen kaputt oder was, der Typ? Ach hier, das sind die. Präzise Hacken. Nahrungssuche. Die örtlichen Wälder und Berge sind großartige Plätze, um Wild zu fangen. Ein guter Sammler entfernt alles Unkraut, Stämme und Steine von diesen Gebieten, damit sich das Obst und Gemüse frei entfalten kann. Sammelexperten kennen auch die geheime Kultiviermethode, um wilde Pflanzen auf dem Hof anzubauen. Ist das nicht fantastisch? Das ist super. Okay. Das ist ein Buch von Marnie. Ich muss jetzt mal gerade hier die Bücher einmal durchgehen. Den goldenen Mais haben wir doch schon. Leute, haben wir doch verkauft. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Habt ihr das gehört? Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertigere Erzeugnisse. Habt ihr gehört? Und? Die wollen kein trockenes Heu, die wollen Gras. Das heißt, wir müssen den in den Zaun, den ich da drumherum gebaut habe, müssen wir den irgendwie Gras pflanzen. Ja, oder den Zaun einfach vergrößern. Nahrungssuche, das habe ich doch schon gelesen. Hä, aber was? Warum sind die Bücher hier weggegangen und die nicht? Der Fischer, Akt 1, Text. Gordy, wie fängst du so viele Fische? Ich brauche immer ewig. Gordy, du musst dich dazu entscheiden, ein wahrer Fischer zu werden. Und mit der Zeit, du wirst immer schneller. Text, das sagst du. Du sagst also, wenn ich meine Fischerfähigkeiten verbessere, brauche ich nicht mehr so lange. Korrekt! Irgendwann lernst du vielleicht sogar deine eigenen Fischköder herzustellen. Dann bist du bald ein wahrer Meister Angler. Jetzt ab mit dir! Das war's. Geiles Buch, was ich gefunden habe. Danke dafür. Fast so gut wie die Bücher in Skyrim. So, aber gibt's jetzt hier nicht auch mal irgendwie ein Steintor oder so? Bestimmt. Eisenzaun, Tor. Nee, aber das nur. Nee, also ich kann es zumindest nicht bauen. Tagebuch eines alten Bauern. Das ist ja. Ja, habe ich angefreundet. Fühlt sich ziemlich gut an. Und sie senden mir Geschenke und Familienrezepte per Post. Das ist ganz schön hilfreich. Affe. Wie tief ist die Mine? Leute, wie tief ist die Mine? Diese Frage haben sich viele Erkunder und des Sternentautals über die Jahre gestellt. Die Wahrheit ist,
Keiner weiß es wirklich. Oder zumindest sagen sie es niemandem. Unglücklicherweise kehren viele derer, die in die Tiefen der Mine steigen, nie mehr zurück. Allerdings gab es auch ein paar mutige Abenteurer, die tief in die Mine eingedrungen sind und mit interessanten Berichten zurückkamen. Anscheinend gibt es 3 unterschiedliche Gebiete in der Mine, alle mit ihren eigenen Monstern und Schätzen. Manche Abenteurer sprechen von riesigen unterirdischen Seen und seltsamen Kreaturen, aber keine dieser Behauptungen wurden je bewiesen. Mhm. Also okay. 3 unterschiedliche Gebiete, oder was? Ja, aber ja. Haben wir doch schon. Haben wir doch das schon. Ja, würde ich auch sagen. Da müssten wir ja bald am Boden sein. Ja. So, das wenn wir nicht wieder sterben und so. Die Hälfte vergessen. Waren wir schon im Feuchtgebiet? Leute, ich komme mal nach Hause. Ich bin ein Kerl. Ja, mach das. Was machst du da? Ich mach alles kaputt. Das merke ich, dann machen wir wenigstens die Tür zu. Das ist die... Nee. Was denn? Ja, wir haben doch gerade gesprochen, dass wir uns was überlegen müssen, wie wir den Hühnern Wiese zur Verfügung stellen. Ja, bist du sicher, dass es für die Hühner auch gilt oder bloß für andere Viecher? Ich meine, die Hühner legen Eier, was sollen sie denn noch machen? Ja, legen sie bessere Eier, darum ging es ja. Ja, wahrscheinlich. Bessere, ja. Goldene Eier. Ach, pappalapapp. Aber das ist die Frage, warum machst du jetzt Steinzäune, ey? Weil wir genügend Steine hatten und die nicht kaputt gehen. Das ist, die werden auch kaputt gehen. Ach, hör auf. Hier geht nichts kaputt. Da musst du auch die Tore ersetzen. So bleibt das bestimmt nicht. Ja, kann ich nicht. Es gibt keine Steintore. Was? Warum baust du es dann? Wie sieht das denn aus? Weil es keine Steintore gibt. Wie bei Stümpern. Ach, halt's Maul. Ja, es gibt wirklich keine Steintore. Es gibt keine Steintore. Zumindest können wir sie noch nicht. Ja, es gibt Eisen. Willi würde über die Eisentore bauen. Hübsche grüne Schleife im Haar, das sieht so sexy aus. Wie kriegen wir das Gras da rein? Kann man Gras pflanzen? Ja, ich kann glaube man, aber das, was man pflanzen kann, muss man kaufen. Ich glaube also, nicht, okay. Dass die Hühner da irgendwie dran davon... Oh, fallen. Alter, es stand doch da. Ja, du fummelst sie doch immer an, jeden Tag, um die glücklich zu machen. Obwohl wir gesagt haben... Geht mal pennen jetzt. Geh mal pennen gehen hier. Was mache ich? Pennen gehen. Ich habe doch eben gefragt, wer hat meine Hühner angefummelt? Da hast du gesagt, das warst du. Ja, das war ich, genau. Das macht ihn doch auch glücklich. Oh, ja, 5000! Weil man sie sich, weil wenn man sich halt um die... Zieht euch mal den Hopfen rein, was der an Kohle gebracht hat. Weil man sich halt um die Viecher kümmert, ja. Ist doch okay. Und dem das richtige Essen zu geben, ist doch auch sich kümmern, oder nicht? Ja. Komm ich jetzt hier wieder raus? Lass ihn doch einfach reden. Er redet doch irgendwo Blödsinn. Drück. Rede doch Tag aus, nur Blödsinn erzählen. Hat einen Holzzaun verkauft. Das kennen wir schon aus allen Formaten mit Zwiebeln, dass er die ganze Zeit nur Mist redet und alles nur sabotieren möchte. Ja, genau. Da kommt der Profi-Gamer wieder durch, den keiner gucken will. Ja. Ups. Ey, was macht denn der? Guck mal, den Hopfen. Den hab ich gestern geerntet, den können wir schon wieder ernten. Wie krass ist denn bitte der Hopfen? Tja, wenn's hopft, dann hopft's. Blöd ist, dass es... Alter, was ist das denn hier? Hier, guck mal, die Beeren. Sind das Blaubeeren oder was? Ja, ich glaube schon. Vermutlich. Also ich meine, dann kriegen wir jetzt nochmal richtig eine Finanzspritze hier durch den Hopfen, würde ich mal sagen. Mupfel! Guck mal, wir haben nämlich nur ein silbernes Ei heute bekommen. Ja, da musst du mal, Weil wir ja sonst noch so viel Wert auf die Eier gelegt haben, ne? Ja, die müssen sich mal rentieren, deine blöden Hühner, ey. Ja, eben, die Hühner sollen sich ja... Kann man mal jemand helfen mit dem Gießen hier, oder was? Ja, ich muss ja was verkaufen, kann nicht mehr. Oh, ich habe Borscht. So, ich lege jetzt mal 13 Hopfen hier mal in die Kiste, verstehst du? Nee, 13... mehr. 13 mehr. Ja, das war irgendwas. Hallo. Hallo Mene, heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. sagt er hier. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Oh, das gehen wir uns aber angucken. Alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Oh 22 je. Uhr am Strand. Okay, alles klar. Ich ziehe meinen String an. Aber den leuchtenden, ne? Demetrius. Oh, noch nicht mal von einer Frau. Also heute um 22 Uhr. Das ist ja wieder Hayley. So, wo muss ich hin? Hoffentlich ist Hayley auch da. Ich bringe Hayley einen toten Fisch mit. Vielleicht mag sie das ja. Ja, dann kannst du dir den Lachs aus seiner Hose zeigen, der ist eh tot. Ja. Wo war das mit dem Stroh? Wo war das mit dem Stroh? Könnt ihr mal hier mehr helfen hier mit dem Blumen? Mene.
Ja, ich guck gerade was. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, interessiert doch niemanden. Also wir machen hier die Arbeit und du? Schwarzes Brett. Schwarzes genau, Brett. Genau, wir sind ja um 10 schon wieder tot hier. Von was ist am schwarzen Brett? Da, ich muss zum schwarzen Brett im... Warum? 10 Heu abgeben. So? Warum suchst du nicht mal nach deiner Würde, die du vor so langer Zeit schon abgegeben hast? Weil ich weiß, wo die ist. Muss ich nicht suchen. Dö. So, alles gegossen oder was? Die Tausch. Das war jetzt so schwer, oder wie? Die drei Blumen. Alter, krass, Blaubeeren hier. Brauchen wir goldene Blaubeeren? Unbedingt, ja. Ich warte mal, ich gucke. Herbst. Wir sind im Sommer. Wir sind im Sommer? Ich sehe sie. Jetzt ist mir eine Fliege in die Nase. Ja, wir brauchen eine normale Blaubeere. Ja, die habe ich schon weggeschmissen. Ja, eine normale Blaubeere. Hol die mal wieder raus. Ja, wird auch, kann ich nicht, die sind schon überschrieben. Aber es geht auch mit einer goldenen, oder? Nein. Nee, nee. Muss dann schon die normale sein. Na gut, dann werden ja bestimmt noch mal welche. Die Büsche sind ja noch da. Aber goldener Mais liegt zumindest bei mir schon drin, bei euch noch nicht? Ja, liegt schon drin. Doch, ja, doch. Okay, das liegt schon drin. Warte mal, ich muss mal gerade Soziales gucken. Hat die Alte einen Freund? Wo ist sie denn? Ledig. Hayley! Wie alt bist du denn überhaupt, du kleines Stück Luder? Jetzt kommt schön raus hier, Hayley, schön 16 oder so. Wenn ich mich angucke, dann denke ich mir nur, ich habe jede Chance bei Hayley. Ja, wahrscheinlich. Ja, heute Abend beim... Ich muss mir jetzt mal ein gutes Geschenk überlegen hier. Heute Abend beim Quallen angucken. Da gibt's mal hier so einen richtig schönen Diamanten. Genau. Brilli verfeuert den einzigen Diamanten, den wir haben. Natürlich. Wir haben 4. An irgend so eine Ische, ist ja klar. Junge, ich sag's dir. Wir Quallen gucken, ja? Und dann einen Diamant währenddessen schenken. Bäm, Junge, kann ich da rein in die Alte. Das ist wie Netflix and Chill, meinst du, ja? So ungefähr. Ja, noch viel besser. Besser. wo liegen denn eigentlich unsere Handwerksmaterialien? Warum diese Kiste voll? Ja, Hühner, ich weiß nicht, wie ich ein frisches Gras machen kann. Nee, deine Axt ist nicht stark genug. Ach doch, warte mal, ich guck mal rein. Ist mein Pilz stark genug? Ist klar. Das war mein Let's Sleep, liebe Freunde. Mittlerweile ist einfach nur eine traurige Ansammlung von traurigen Menschen. Ja, du musst es ja wissen. Mit traurigen Scherzen. So, nachdem jeder hier meine schönen Zäune boykottiert, ihr Arschgeigen. Jetzt macht er sie wieder weg, oder was? Ich baue jetzt Eisenzäune. Du kannst mich mal. Dann werde ich alles Geld für Scheiße ausgeben. Ersten Kupfer baut er sich eine riesen Kupferrüstung. So, gibt's hier irgendwas in dem Puff? So. Wer kauft denn da was? Ich habe was gekauft. Was denn? Was Wichtiges. Ja, für dich oder für uns oder für... Öl und Essig. Ah ja, ist wichtig. Wir haben noch nicht mal eine Küche und du willst schon Öl und Essig kaufen. Alter, warte mal, was ist denn hier eigentlich? Hier gibt's... Das ist ein geiler Typ, echt. Es gibt ja auch... Oh, Küche. Ich hoffe, du hast nicht alle Steine verbraten, weil wir die ja noch brauchen für die Küche, ne? Nein, Mann, ich habe nur die Dings, die Zäune verkauft. Ach so, nee, das, über 300 Steine habe ich wieder zurückgelegt. Okay. Weil für die Küche brauchten wir ziemlich viele Steine, meine ich. So, also hier gibt's, ich bin jetzt hier gerade hier unten bei diesem Tier, bei diesem Tiervorräten oder Tierbedarfshandel hier. Und da steht zum Beispiel, Heizgerät hält deine Tiere im Winter warm und glücklich. Oh, das sollten wir vielleicht... Ja, aber wir haben ja noch keinen Winter, noch lange nicht. In 3 Tagen, ne? Da kommt erstmal der Herbst! Sommer, ach, wir sind ja im Sommer, Herbst, Winter, okay? Da war ja was. Du Spacko, ey. Wie meine 2-jährige Tochter, die das auch immer durcheinander bringt. Sommer, Winter, oder? Warm, kalt, da war's. Huch, toll, ich nicht. Das und das. Was fliegt denn da für einer? So. Ey, wie ist das noch? Nur Freunde von Lea können hier eintreten. So, die Tür so, das... Bam, bam, bam. Das...
Warte mal, noch? Das hier was noch. Was so? Oh, wer bist du denn? Und das hier. Wer bist denn du? Ja, grüß dich. So. Ich habe diese Waren aus dem Gotaro-Reich geschmuggelt. Was denkst du? Was denkst du, warum sie so teuer sind? Grosse Ei, Artischocke, Überlebensburger und nochmal. Achso, der Köter wollte noch was zu futtern haben. Forellensuppe. So, zack. Da. Kannst du was saufen. Aha. Vor allen Dingen, wer macht denn dieses Tor immer zu? Die Mauer, da ist eine Mauer, einfach so mitten da. Die schließt nichts ab. Aber jemand macht das Tor zu, als ob wir Angst haben müssten, dass da jemand durch kann. Ich nicht. Brilli, hier gibt's was für dich. Was? Heiratsring, Rezept. Blau was? Für Heiratsring. Ja, klauen mir! Klauen so, mir. Ich kaufe jetzt seltene Saat. Das steht da im Herbst aussehen. Braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Kommt was? Nein! Wenn du das jetzt machst einfach so, dann kriegst du... Was machst du? Ich hab's gekauft. Oh, da hat jemand Gras bei unseren Hühnern drin gepflanzt, oder was? Ja, sicher. Sehr gut. Das hast du bezahlt. Ja, außerdem, was packst du dir eigentlich immer ins Hemd? Ja, du gibst jetzt einfach 1000 aus. Für nichts und wieder nichts. Und? Für nichts und wieder nichts? Hast du einen Pfeil oder was? Wir haben... Egal, ich sag das nicht mehr. Außerdem, seit wann achtest du auf irgendwelche Ressourcen? Ich bin der Einzige, der hier auf die Ressourcen achtet. Ja. Wo hast du das jetzt überhaupt gekauft? Jetzt müssen wir eigentlich mal gemeinsam dir unsere... Wo hast du das gekauft? Hier unten, komm mit. Schlumpfienchen, ja, brauchst du gar nicht. Hör auf, das Gras kaputt zu machen. Hör auf, dich kaputt zu machen. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Komm jetzt! Wo, finden kann. Wo denn? Ja, da ja, bei ungefähr. Der Verkäuferin da unten. Unten bei der Alten im Wagen. Welcher Wagen? Wenn ihr jetzt einmal runterlauft, da ist links ein Wagen. Wagen? Ja. Der ist ja neu. Tatsächlich. Großes Ei. Artischocke, Überlebensburger. So, lass mich raten mit der Brilliko für 500 Öcken. Ein Ei. Alter, die verkauft Eier für 1000 oder was? Naja, wenn man so richtige Kohones. Heiratsring. Puh, hier sind noch Bäume, die ich fällen kann. Wahaha. Ich habe Heiratsring-Rezept gekauft, aber das jetzt, das muss das jetzt. War mir klar. Ja, was denkst du, da ist es. Ich brauche 5 Iridium-Barren und eine prismatische Scherbe. Ja, das ist mir relativ wumpe. Nichts davon haben wir. Gib mir das, Zwiebel. Ja, warte mal, ich gehe los, besorg's dir, kein Problem. Brauchst du nicht losgehen, um es mir zu besorgen, brauchst du nur heute Nacht rüberzukommen. War das mit dem Hund los? Ist der hier festgebackt oder was? Ah ne, jetzt bewegt er sich wieder. So, mal hier einen kleinen schönen Lachs rausholen hier da heute Nacht. Bist du wieder am Angeln oder was? Ja. Ist das denn, meint ihr, das ist am Strand beim Willi heute Nacht? Na klar, das ist doch der einzige Strand, den es gibt, oder? Natürlich. Ich geh schon mal Lucky Lucky machen. Oder kann man da erst wieder, da kann man bestimmt wieder erst 22 Uhr rein. Das Event ist bestimmt erst 22 Uhr, ja. Ja, ich gehe jetzt gleich an den Strand schon mal. Ja, davon rede ich doch. Strand. Lucky Lucky machen ist für mich, schlafen gehen. Das ist Bubu machen, blöd Mann. Alter, ich finde nur Coca-Cola hier. Boah, ich nehme noch eine Cola für die Hayley mit. Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub. Ja, genau. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, in eine dunkle Höhle. In den alten, knorrigen Wald, zur Joja Megamall. In eine dunkle Höhle. Das hier klingt wundervoll. Abigail. Knicki knacki. Ja. Das würde recht langweilig werden. Ich hab Strand genommen, ich finde sie langweilig. Ich habe auch Strand genommen. Abigail steht. Aber Abigail will ich sowieso nicht. Ich habe eine andere. Ja, Hayley, wussten du. Ja, wenn die Nee sagt, Abigail dann hängst du wieder auf Abigail. Dunkle Höhe. So, ich habe einen Diamant und eine Cola dabei. Das kann mit Hayley heute. Da hast du die alte Safe. Kannst du aber wissen. Die hast du safe, auf jeden Fall. Oh, jetzt geht's ab. Ja, hier ist überhaupt niemand. Doch, da hinten ist der Einsiedler hier. Achso, hier sind sie. Hayley? Hayley? Bist du das?
morgen auf jeden Fall beim Laden vorbei, um deine Herbstsaaten. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ah, ja. Ich vergesse jedes Mal. Haley, ich hab kein Inventar hier, so eine Scheiße. Nein, in dem Event hast du das ja nicht. Och, nö. Harvey. Ist Jody auch hier? Hat jemand Jody gesehen? Hat jemand schon mal die Quallen gesehen? Ich sehe hier keine Quallen. Nein. Dort, ich habe jetzt etwas leuchten sehen. Ja, diese Lichter, oder nicht? Nee, das sind Kerzen. Oh, das sind Kerzen, ja. Ach so. Ich meine, was? Ich hoffe, dieses Jahr gibt's Babys. Ja, gut. Vor allem hier der Clint, ja, unser Schmied, der ist voll traurig. Der sagt gerade, ich habe heute Abend extra meine besonderen Schuhe angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Emily sagt, lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Unheimlich, nicht? Yeah. Hier, Elliot, der Surferboy sagt, wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicher aussterben. Es passiert sogar schon. Ach, Elliot. Du alter, frustrierter Mensch. Elliot, der ist aus unserem 80er-Jahre-Film entsprungen, auf jeden Fall. Ich sehe keine. Wo sind die denn? Die Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes werden sie es wieder sein. Die Natur ist schon beeindruckend. Ja, ja. Das ist doch lächerlich hier, ganz ehrlich. Wir haben uns doch verarscht. Achso. Kamera mitbringen. Hier unten stehen die kleinen Gören. Solch eine seltene und aufregende Sache. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Das heißt, wir müssen das Kerzenboot losschicken. Alles klar. Und wie machen wir das? Beim Pam ist auch geil. Sag das nichts davon. Ich bin weniger enttäuscht, dass es hier kein Buffet gibt. Das Kerzenboot, okay. Welches Kerzenboot? Das ist das, was hier steht. Das steht doch hier. Guck mal hier, das steht doch hier klar. Direkt vor meiner Nase. Ja, lass das Kerzenboot mal. Ja, aber wie? Hans Getze Flammenwerfer. Los, mach das Kerzenboot los, Willi. Das geht nicht. Und die See rauscht mir hier bis Vielleicht müssen wir mit allen geredet haben. Meinst du? Ja. Also hier ist auch ein richtiger Schisser gewesen. Ach Mensch, warum geht das jetzt nicht? Vincent, ich will den seltenen grünen Wabbel sehen. Was? Das kann ich mal beim Bauch zeigen. Ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt. Solch eine selten aufregende Sache. Ich frage mich, ob die giftig sind. Leute, ich werde gleich giftig. Ach, da oben mit dem Typen hier, mit dem Schnauzbart. Was macht denn der Mario eigentlich hier? It's a me. Gas heißt der. Vermutlich Quallen. Ich frage mich, wie die schmecken. Glibberig. Stimmt, das war ja Pam, die mit dem Buffet. Und Penny sagt, das Leben ist für eine Qualle so einfach, sich einfach für immer von den Wellen tragen. Boah, ha, hier. Was denkst du, soll ich das Boot jetzt losschicken? Ja, oder? Wo denn? Hier beim Bürgermeister. Ah. Ja. Ah, okay. Dunk, 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 dunk. Nu? Achso, jetzt Zwischensequenz, okay. Ja. Klick. Hammer. Das hätte ich auch gekonnt, wenn er mir gesagt hätte, wie. Auf den Knopf drücken. Wir wissen alle, dass es nicht gekonnt hätte. Oh, wie schön, Leute! Die Quallen! Ey, Mädel, ich komme da mal jetzt. Ich glaube, die springt dir gleich ins Gesicht hier. Die findet meine Schleife so geil. Ja, ja. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Absolut. Eins, wie war das hier? Kein Rückgrat, genau wie du, Brilli, genau. Wirbel los. Tanzt meinen Namen, los! Oh, ist schöne, schöne. Oh, noch kleine, oder was? Ja, Mann, ja, die haben... Babyquallen. Babyquallen. Oh. Nur halb so glitzig. Kleine essen. Meine essen, die ekelhaften Dinger. Was kommt denn da für einer? Der sieht ja aus wie hier. Das ist der Oberquallenman. Das ist der Obertentakel. Ist bei euch der Bildschirm nach rechts, nach links gerade auch? Ja. Ja, ja, ist nach links, jetzt fährt er wieder nach rechts zurück. Und jetzt ist die Qualle direkt vor dir. Alter, der will mich einfach haben, oder was? Das Cthulhu, der holt dich jetzt. Der erstickt an meiner Schleife, bevor er sich hier umguckt. Ja, wahrscheinlich, ja. Du bist ja nicht gepaart mit einer Schnecke. Wunderschön.
Hammer. Hat sich gelohnt. Episch. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite, unbekannte Fort. Das heißt, wir haben jetzt Herbst, oder was? Sind es jetzt aufgebrochen in ferne Galaxien, oder was? Wir müssen jetzt schlafen so, und dann haben wir Herbst. Dann gehen wir mal schlafen, dann ist nämlich auch die Folge zu Ende, die schon 30 Minuten geht. Ja. Genau. So, also, ab ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gehen. Boah, da war hier schön einer ausgehauen. Wow, Hofarbeitsstufe 7, 1 Gießkanteneffektivität, Hackeneffektivität, neuer Herrscher, Webstuhl. Ist Folge zu Ende und so. Ja, das machen wir danach immer. Ja, ja. Neues Herstellungsrezept, Hydrogel. Ich kann Qualitätssprinkler herstellen. Sehr gut. Sind das die Nummer 2 oder die besten? Weiß ich nicht, da steht. Nein, das sind die besten, Nummer 2, glaube ich. Die, ne? Die besten wären ja irgendwas mit irgendwas, irgendeinem Metall, irgendwas Seltenem, da Iridium oder was, keine Ahnung. Er verkauft Hartholz, ernsthaft, das brauchen wir. Ach, das bisschen doch nicht. Hast du schon okay geklickt, oder was? Ja. Aber einer bitte nicht. Das gibt's nicht. Gibt's so. Nicht unendlich viel. Leute, das war's für diese Folge. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr reingeschaut habt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben heute sehr, sehr viel gesehen. Wir haben Quallen gesehen. Ja, und das reicht auch. Also, bis zum nächsten Mal hier bei den Hofgeschichten. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss.